Wir sind heute in einer Backstube und zwar in der Bäckerei Imhof in Nürnberg in der Südstadt. Neben mir ist die Frau Imhof, Bäckerin hier und die Inhaberin. Ich freue mich, dass wir da sein dürfen. Gerne. Es ist schön warm, das ist schon mal super. Es der Vorteil der Backstube, ja. Es ist immer schön warm. Gell? Ach, sehr schön. Und unser Thema ist heute der Lebkuchen. Sie haben ja hier schon ganz tolle Sachen vorbereitet. Was ist denn so alles drin in einem Lebkuchen? Naja, das Wichtigste sind sicherlich die Nüsse und die Gewürze. Mhm. Also was den Lebkuchen einmalig macht, auch der Elisenlebkuchen, der Nürnberger Elisenlebkuchen, ist sozusagen das Mehl bis auf ein Minimum zu reduzieren oder auch ganz wegzulassen und dafür den Anteil der Nüsse zu erhöhen und eben mit diesen tollen Gewürzen zu arbeiten, die ja eigentlich auch das Produkt ausmachen. Inklusive, muss man sagen, auch dem Honig, der ist auch sehr wichtig als Grundbestandteil von so einem Lebkuchen. Und das ist ja auch was, was irgendwie Nürnberg speziell ist, ne? Diese Gewürze und der Honig? Genau, also diese Entstehung des Lebkuchens in Nürnberg ist ja ganz stark damit verknüpft, dass man eine Honiggeschichte in dieser Stadt hat. Also durch den Reichswald eigentlich schon seit über 600 Jahren auch diesen Honig als einen damals sehr kostbaren Bestandteil ja auch wirklich vermarktet hat. Und auf der anderen Seite in Nürnberg als eine, man kann es sich ja heute nicht mehr so vorstellen, zentrale Stadt, über die sehr viel gehandelt wurde und deshalb auch diese Gewürze zugänglich waren. Und was sind das für Gewürze? Ganz klassisch natürlich der Zimt, also der gehört dazu. Die Nelken, Ingwer, Kardamom, Massis, Anis, das sind lauter Dinge, die man eigentlich vor Ort nicht hatte. Und man hätte so ein Produkt nie kreieren können, wenn Nürnberg nicht damals als eine dieser Handelsstädte tatsächlich den Zugang aus dem Orient, aus Nordafrika gehabt hätte, um an diese Gewürze ranzukommen. Und haben Sie hier in den Lebkuchen, die Sie machen, was Besonderes drin? Unsere Lebkuchen gehen auf ein Rezept zurück von meinem Uropa, der hat ja die Bäckerei 1919 gegründet, wurde dann aber vor allem zu Zeiten meines Vaters noch mal verändert, weil damals Inge Rehm vom Fenster zur Stadt, Fenster zur Welt zu uns kam und gesagt hat, wir könnten noch so einen Fairtrade-Lebkuchen entwickeln. Also herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und Sie uns das alles so schön erklärt haben. Und wir gehen jetzt nochmal ins Café. Heute werden diese Lebkuchen in Bäckereien gebacken, wie zum Beispiel hier beim Bäcker Imhof. Früher wurden sie in Klöstern hergestellt, hier in der Nähe von Nürnberg, zum Beispiel im Kloster Heilsbronn. Und die Lebkuchen waren eine Fastenspeise, wie die ganze Adventszeit ja ursprünglich eine Fastenzeit ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo es die ganze Zeit so leckere Plätzchen gibt und Lebkuchen. Also, der Lebkuchen wurde in einem Kloster hergestellt. Und das passt ja auch von daher gut zusammen, denn in den Klöstern wurden ja auch die Hostien gebacken. Und man hat also diese Obladen hergenommen, um darauf den Lebkuchen zu machen. Lebkuchen. Ich dachte immer, das hat was mit Leben zu tun, also ein Kuchen zum Leben. Aber wenn man in ein Herkunftswörterbuch reinschaut, dann ist das alles gar nicht so eindeutig. Manche vermuten ein altes Wort für heil,
weil eben so viele Heilkräuter mit drin sind. Und andere sagen, na, das hat was mit der Form zu tun, also der Leib, wie das, der Leib Brot. Und das, finde ich, ist auch wieder eine schöne Verbindung zum Abendmahl. Denn in vielen Gemeinden werden ja Stücke vom Brot runtergebrochen, vom Leibbrot, die man dann miteinander teilt. Man teilt das Brot des Lebens. Also viele wunderschöne Bedeutungen für den Lebkuchen, die ihn gleich in eine ganz andere Dimension heben. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner eigenen Deutung. Der Lebkuchen, ein Kuchen zum Leben. Er ist schön anzuschauen, er ist was Besonderes, es gibt ihn nicht alle Tage. Er ist nahrhaft, er schmeckt gut, der Teig ist lecker und süß und kann einen den ganzen Tag versüßen und auch über so manches Trübsal hinweghelfen. Allerdings, wenn man zu viel davon isst, dann droht natürlich neuer Kummer, weil man dann dick wird und dann braucht man wirklich eine radikale Fastenzeit. Und hier werden sie unters Volk gebracht, die Lebkuchen, normalerweise. Denn der Christkindlesmarkt ist auch in diesem Jahr wieder abgesagt worden. Die hohen Inzidenzzahlen in Bayern lassen wahrscheinlich nichts anderes zu. Aber wir alle haben so gehofft und uns so gefreut, die Gäste aus Nürnberg und aus der ganzen Welt und natürlich die Budenbesitzer und die Schausteller, alle wollten Budenzauber und Lichterglanz. Ja. Aber traurig und bitter ist es auf jeden Fall. Wir alle sehnen uns nach Lebkuchen für die Seele. Nach etwas, was einem gut tut, was einen nährt von innen. Der Christkindlesmarkt kann so etwas sein, mit seinen Erinnerungen an die eigene Kindheit. Und ich habe mich gefreut an den vielen Menschen und an dem Gelächter und an dem Geglitzer. Erinnerungen können mich nähern, weil sie mich verbinden mit mir selber und mit meinem Leben, weil sie mich lächeln lassen und weil sie mich trösten. Wir alle brauchen etwas, was die Seele nährt. Das kann ein strammer Waldspaziergang sein, gerade jetzt bei diesem Wetter, weil es mir gut tut, weil es mich wärmt und weil ich mich selber spüre. Oder das kann eine Stunde ganz allein mit mir sein. Einfach nur da sitzen, ganz ruhig, den Atem spüren. Gott ist da. Oder das kann der Sonntagnachmittag sein, der erste Advent, die erste Kerze brennt, der Tee dampft und die Lebkuchen warten auf dem Teller. Was mich nährt oder was sie nährt, das muss jede und jeder für sich selber herausfinden. In sich selber spüren und hören, was brauche ich wirklich, was tut mir gut. Und dabei auch nichts unterdrücken oder sich schämen für etwas. Weil manchmal ist einem ja zum Heulen zumute, weil man nicht weiter weiß. Und auch das kann gut tun.
heilsames Heulen. Dass jede und jeder findet, was einen nährt. Das wünsche ich uns für diese Adventszeit. Einen Lebkuchen für die Seele. Amen. Wir beten. Komm in unsere Mitte, o Gott, in unsere Worte, in unser Schweigen, in unser Tun und in unser Lassen. Komm in unsere Mitte, damit wir heil werden an dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Adventszeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.